Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. So heißt es im Psalm 127, Vers 3. Wenn Sie ein Baby in Ihren Armen halten oder mit Ihrem 4- oder 10-jährigen Kind die Straße entlang gehen, dann denken Sie daran, Ihr Kind ist ein Geschenk Gottes, das Sie umsorgen, pflegen und auch ein Stück weit führen dürfen. Es ist ein unverwechselbares Original. Wer sonst hat dieselben Wesenszüge, dieselben Fähigkeiten und dasselbe Aussehen wie ihr Kind? Jedes Kind ist einzigartig und wurde von Gott mit ungeahnten Möglichkeiten ausgestattet. Was für ein herrliches Geschenk! Ein Geschenk, für das die Eltern große Verantwortung tragen. Und dieses Vorrecht, Eltern zu sein, sollte so hoch eingeschätzt werden, dass wir bereit sind, unsere eigenen Wünsche und Pläne beiseite zu schieben und das zu tun, was für unsere Kinder am besten ist. Diese verantwortungsvolle und lang andauernde Aufgabe beginnt bei der Geburt. Oder? Eigentlich noch früher. Sie beginnt bereits beim Ungeborenen im Mutterleib. Wahrscheinlich ist den meisten von uns bekannt, dass ein Kind bereits im Mutterleib hören und tasten kann, sowie einen Geschmackssinn hat. Dr. Michelle Clemens, ein Forscher aus London, hat schon vor langem entdeckt, dass 16 Wochen alte Ungeborene deutlich ruhiger wurden, wenn man ihnen zum Beispiel Musik von Mozart vorspielte, aber heftig anfingen zu strampeln, wenn sie Rockmusik hörten. Das heißt, die Kinder werden schon im Mutterleib geprägt. Ein Kind kann sogar seelischen Schaden von seinen Eltern zugefügt bekommen, bevor es überhaupt geboren wird. Tim LaHaye schreibt in seinem Buch Aufklären aber wie, mir ist ein Fall bekannt, wo ein Säugling schon einige Minuten nach der Geburt anfing zu schreien, sobald er die Stimme seines Vaters hörte. Als man die Eltern befragte, gaben sie zu, dass sie während der Schwangerschaft einige heftige Auseinandersetzungen gehabt hatten. Dieses unglückliche kleine Mädchen kam schon mit der Angst vor dem eigenen Vater auf die Welt. Es hatte gelernt, sich vor dessen Stimme zu fürchten, als es noch im Mutterleib war. Ist das nicht traurig? Es gibt auch reichlich Beweismaterial dafür, dass eine Frau die Gesundheit ihres Kindes beeinträchtigen kann. So kann zum Beispiel geringer Alkoholkonsum in der Schwangerschaft zu Hirnleistungsstörungen und geistigen Entwicklungsverzögerungen des Kindes führen. Andererseits unterstützt eine vollwertige Ernährung die gesunde Entwicklung ihres Kindes. Unser Verhalten wird in jeglicher Beziehung Einfluss auf unsere Kinder nehmen, egal ob das die Ernährung, unsere Alltagsbeschäftigung oder unsere Beziehung im Zwischenmenschlichen betrifft. Deshalb sollte die Erziehung zu Hause nicht als zweitrangig betrachtet werden. Sie ist, richtig angewandt, nämlich die beste Grundlage jeder guten Ausbildung. Und die Väter und Mütter haben von Gott die Fähigkeit bekommen, den Charakter ihrer Kinder zu formen. Das Wort Charakter kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet eingravieren. Es beschreibt das Typische an einem Menschen, die Wesenszüge, die sein Leben kennzeichnen. Nancy von Pelt schreibt in ihrem Buch Herausforderung Erziehung, ein guter Charakter bedeutet innere Stärke und sittliche Größe. Dazu gehören Aufrichtigkeit, Selbstbeherrschung, Rücksicht auf andere,
treu zu biblischen Überzeugungen, sittliche Ideale, Gewissenhaftigkeit und die Fähigkeit, sein Temperament unter Kontrolle zu haben. Sind das nicht schöne Ziele? Unser Kind zu einem selbstbeherrschten, aufrichtigen, gewissenhaften Menschen zu erziehen. Die eigentliche Charakterbildung beginnt nach der Geburt. Die verschiedenen Eigenschaften, die den Charakter ausmachen, müssen nach und nach entwickelt und erlernt werden. Der Charakter wird auch nicht durch einen Schritt in die falsche Richtung bestimmt. Die Wiederholung einer Handlung macht sie zu einer Gewohnheit und formt den Charakter entweder zum Guten oder zum Schlechten. Gute Charaktere können also nur durch ausdauernde, unermüdliche Anstrengungen geformt werden, indem jede Fähigkeit nach Gottes Prinzipien eingesetzt wird. Horace Bushnell sagt, jede Mutter und jeder Vater sollte sich eins klar machen. Wenn ihr Kind 3 Jahre alt ist, haben sie bereits mehr als die Hälfte von dem geleistet, was insgesamt für seine Charakterbildung ausschlaggebend sein wird. Und Studien haben tatsächlich belegt, dass die ersten 5 bis 6 Lebensjahre einen Menschen am stärksten prägen. Ja, die Kinder nehmen Eindrücke auf wie Wachs und halten sie fest wie Marmor. Wie leicht lässt sich Wachs formen und wie schwer Marmor bearbeiten. Wie sehr trifft hier das Sprichwort zu, wie ein Spross gebogen wird, so neigt sich der Baum. Und genau das gilt auch für unsere Kinder. Das heißt also, groß ist die Verantwortung derer, die es auf sich nehmen, einen Menschen zu leiten. Wahre Väter und Mütter sehen darin eine Vertrauensaufgabe, die für sie nie ganz erlischt. Das Kind fühlt vom ersten bis zum letzten Tag die Macht des Bandes, mit dem es an das Herz der Eltern geknüpft ist. Die Handlungen, die Worte, der bloße Blick der Eltern prägen es unaufhörlich zum Guten oder zum Bösen hin. Deshalb können wir uns auch zu Recht die Frage stellen, wie kann man dieser großen Verantwortung überhaupt gerecht werden? Eltern benötigen tatsächlich mehr als menschliche Weisheit für jeden Schritt, damit sie wissen, wie sie ihre Kinder für ein nützliches und glückliches Leben erziehen können. Doch keine Angst, Gott hat uns nicht nur Kinder geschenkt, sondern er möchte uns bei dieser sehr wertvollen Aufgabe auch helfen. In Jakobus Kapitel 1, Vers 5 macht er uns ein wunderbares Angebot. Hier heißt es, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott selbst möchte jedem Weisheit geben, der sie erbittet. Und er kennt das Wesen unserer Kinder besser, als wir es kennen. Er kannte sie sogar, bevor sie gezeugt wurden. Das sagt uns Gott in Jeremia Kapitel 1, Vers 5. Hier heißt es, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Er weiß also am besten, wie wir auf unsere Kinder den besten Einfluss nehmen können. Denn er ist ja ihr Schöpfer. Und ihm liegt viel daran, dass unsere Kinder den rechten Weg gehen, weil er uns liebt und nur das Beste für uns und unsere Kinder möchte. Er ging schließlich bis ans Kreuz für uns. Und in Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott möchte, dass wir uns diese Liebe auch zu unseren Kindern schenken lassen. Er wird die Eltern durch den Alltag führen, wenn sie bereit sind, von ihm zu lernen.